Das LVR Landesmuseum Bonn ist das größte der 11 Museen des Landschaftsverbandes Rheinland. Es zeigt zahlreiche Schätze zur Landesgeschichte. An der einzigartigen Kulturgeschichte können sich alle Menschen erfreuen, ob mit oder ohne Behinderung. Helga Gäde besucht mit ihren Kindern das Museum. Sie ist 41 Jahre alt und von Geburt an taub. Frau Gäde hat erfahren, dass das Museum Audioguides mit Gebärdensprache hat. Guten Tag. Ich hätte gern ein Multimedia für Gebärden. Ich bin taub. Ja, einen Augenblick. Sie finden Nummern. An einigen Ausstellungsstücken findet man die. Hier eingeben. Frau Gäde hat gelernt, von den Lippen abzulesen und kann die Mitarbeiterin einigermaßen verstehen. Wenn es um präzise Kommunikation geht, ist sie jedoch auf Gebärdensprache angewiesen. Sind, wo sie die Nummer finden. Tochter Doris hingegen hört. Es ist einfach die Haltung, dass unsere Häuser für alle Menschen offen sind. Und da muss man sich die Frage stellen, ob wir die Möglichkeiten schaffen, dass alle ohne Einschränkung das nutzen können. Oder zumindest mit Hilfsmitteln das nutzen können, was wir hier vorhalten. Und das ist die Frage der Barrierefreiheit. Nicht nur Hörbehinderte können das Museum gut besuchen. Für Blinde gibt es Tastführungen und für Gehbehinderte Aufzüge. Frau Gäde nimmt an einer Führung in deutscher Gebärdensprache teil. Die Römer haben ja im ersten Jahrhundert vor Christus das Gebiet links vom Rhein erobert. Und ab dieser Zeit entwickelt sich dann so langsam auch die römische Kultur hier im Rheinland, dem damaligen Germanien. Ja, hier sind wir jetzt im Steinzeitbereich und zwar bei dem berühmten namensgebenden Neandertaler, nachdem alle diese Menschen, diese ganze Spezies benannt wurden. Er wurde 1856 gefunden im Neandertal in der Nähe von Düsseldorf. Und das hier sind die originalen Knochen, die man bis heute hier in Bonn sich anschauen kann. Also für mich war es heute das erste Mal eine Führung mit Dolmetscher oder mit diesem Multimedia-Guide. Und ich muss sagen, ich war wirklich begeistert. Es war ja früher nicht üblich, dass in Museen Dolmetscher da waren. Das heißt, man hatte höchstens mal die Möglichkeit, was zu lesen vorher oder im Museum. Und jetzt mit dem Dolmetscher oder auch mit dem Multimedia-Guide ist es deutlich interessanter. Wir lernen ja jedes Mal neu. Und wenn dann was gut läuft, dann merkt man auch, an welchen Stellen man es vielleicht noch verbessern kann. Nein, für uns wäre eigentlich so der Standard, dass wir so ein Geheimtipp werden für Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen, die sagen, Museum ist toll, wir würden gerne ins Museum gehen und wo es wirklich Spaß macht und wo wir das Gefühl haben, wir werden erreicht. Das ist das LVR Landesmuseum in Bonn.